Hi, mein Name ist Stefan, ich bin Gründer von Rightlink und heute ein kurzes Update-Video zum Thema Jahresgebühr. Die neue Saison steht ja an. Ihr wisst alle, der Wingman hat eine Jahresgebühr von bisher 29 Euro ab seit letztem Jahr, also für alle Kunden, die nach dem 1.7. gekauft haben, über 49,95 Euro. Diese Jahresgebühr wurde bisher immer über den Rightlink-Shop gefragt. Das heißt, wir haben euch eine E-Mail geschickt, ihr seid in den Shop gegangen, habt das gekauft, wir mussten die Bestellung wieder in eine Excel-Liste übertragen, die dann auf dem Server hochladen. Es war ein langer, fieser Prozess gewesen. Wir haben diesen Prozess jetzt automatisiert. Das würde ich euch jetzt ganz gern einmal zeigen und das ist auch quasi der Hinweis für all die Kunden da draußen, die die Jahresgebühr noch nicht verlängert haben, dies gerne jetzt zu tun, damit der Wingman dann auch funktioniert. Denn wenn die Jahresgebühr ausläuft, wird die SIM-Karte deaktiviert, fällt dein Premium-Status zurück auf den normalen Status in der App. Das heißt, du kannst auf deine Rides nicht mehr richtig zugreifen und natürlich der Unfallmeldeservice funktioniert nicht. Heute zeige ich euch das primär auf der Web-App, denn da haben wir es jetzt integriert. In der App kommt das noch die Tage, die Integration. Ist aber hier ganz schön dargestellt. Ihr könnt ja bei uns auf der Webseite einfach draufgehen. Unter Login könnt ihr euch anmelden. Hier ist mein Account. Und da ist es relativ schön und schnell dargestellt. Ich habe hier auf meinem Auto, da steckt der Wingman ja drin. Da kann ich jetzt hier auf Jetzt kaufen gehen, wenn ich sehe, dass das hier ausläuft. Ich kann das quasi pro Wingman aktivieren, das Abonnement. Ich gehe hier drauf und komme dann zu unserem Zahlungsanbieter. Wir nutzen Stripe dafür. Über Stripe habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr von uns einen Promocode bekommt, hier einen Promocode einzufügen. Ihr seht die Umsatzsteuer, die ausgewiesene. Oben eure E-Mail-Adresse. Hier könnt ihr verschiedene Zahlungsanbieter auswählen, wie Sofortüberweisung, PayPal oder SEPA-Lastschrift oder Credit Card, so wie das ebenfalls für euch am einfachsten ist. Da tragt bitte eure kompletten Daten ein. Solltet ihr eine Firma sein, dann könnt ihr hier noch eure Umsatzsteuerdaten eingeben, sodass ihr da auch eine schöne ordentliche Rechnung bekommt. Müsst ihr eigentlich nur noch den Haken setzen und dann könnt ihr das Ganze zahlungspflichtig bestellen. Dann läuft die Jahresgebühr sozusagen ab. Es wird automatisch aktiviert. Ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, über 2, 3 Jahre kaufen. Das würde auch funktionieren. Und wenn ihr euer Abo stornieren wollt, dann könnt ihr hier unter Meine Abonnements gehen. Und dann kommt ihr zu dieser Seite. Da kriegt ihr einen Link. Da könnt ihr draufklicken. Und dann könnt ihr eure Abonnements bei Stripe verwalten. Ihr könnt sie wieder canceln, verlängern, Zahlungsdaten verändern. Das geht dann da ganz einfach und ihr könnt euch da die Rechnungen runterladen. So, im Prinzip war es das schon, was ich euch zeigen wollte. Das ist echt nur ein kurzes Video. Es gibt jetzt noch ein kleines Update für euch bezüglich App. Da gibt es nämlich die neue Gruppennavigation. Das wollen wir euch auf alle Fälle zeigen. Und ein zweites Video kommt noch zum Modem-Firmware-Update. Da würden wir euch auf alle Fälle gerne darauf hinweisen, dass ihr unbedingt die Modem-Firmware updaten müsst und auch die Wingman-Firmware. Falls ihr da irgendwelche Probleme habt, meldet euch bei uns im Support. Wir helfen euch gerne, damit ihr dann auch entspannt in die neue Saison düsen könnt. Ich danke euch, viel, viel Spaß. Wetter sieht schon fantastisch aus. Andi, vielen Dank. Der Affe wird jetzt in jedem Video sein. Der ist super. Danke, schönen Tag. Tschüss.